Grüne Reihe, der Podcast der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle. Herzlich willkommen zum Podcast der KSZ. Mein Name ist Lars Schäfers und ich spreche heute mit Dr. Johannes Frühbauer. Er ist in Vertretung Professor für christliche Sozialethik an der Universität Augsburg. Und wir sprechen heute über den Wert der Freiheit in der christlichen Sozialethik. Herr Frühbauer, bei der Jubiläumstagung des Instituts für christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster im Juli haben Sie das biblische Exodus-Motiv einmal aus sozialethischer Hinsicht auf die Frage nach dem darin enthaltenen Freiheitsverständnis abgeklopft. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat Freiheit in der christlichen Sozialethik und warum ist Freiheit zum Beispiel keines der Sozialprinzipien der katholischen Soziallehre geworden? Es sind gleich mal zwei Fragen, also die Frage nach der Rolle der Freiheit in der christlichen Sozialethik und damit verbunden oder konkretisierend die Frage danach, warum denn Freiheit als Wert oder als Prinzip nicht in der Liste der Sozialprinzipien auftaucht. Zum einen, das hat sich ja da in Münster bei der Jubiläumstagung auch gezeigt, ist es durchaus umstritten, welche Bedeutung oder welchen Stellenwert Freiheit hat. Ich hatte ja dort gewissermaßen die These gewagt, dass Freiheit vielleicht etwas nachrangig oder zu nachrangig in der Sozialethik behandelt würde, womit sich ja dann auch hin und wieder Widerspruch geregt hat. Also es ist offenbar streitbar oder umstritten, welchen Stellenwert Freiheit tatsächlich in der christlichen Sozialethik hat. Zu Recht, denke ich, kann man darauf hinweisen, und das wurde ja in Münster auch gemacht, dass Freiheit immer wieder vorkommt. Das hatte ich ja bei meinen Ausführungen auch entsprechend mit angedeutet, dass nämlich etwa im Kontext von Gerechtigkeitsfragen oder im Kontext der Menschenrechte Freiheit natürlich sehr wohl eine Rolle spielt. Und wenn Gerechtigkeitsfragen anstehen oder Menschenrechtsthematik angesagt ist, dann ist es natürlich von einer ganz hohen Bedeutung innerhalb der christlichen Sozialethik, obwohl jetzt zum Beispiel Menschenrechte ja auch nicht eigens als Sozialprinzip auftauchen, sondern einfach ein wertgeschätztes und enorm wichtiges Thema innerhalb der Sozialethik darstellen. Und Gerechtigkeit ist ja letzten Endes auch wiederum kein ursprüngliches Sozialprinzip, sondern eins, das im Laufe des 20. Jahrhunderts hinzugewachsen ist. Das ist, so würde ich das zumindest mal bezeichnen. Also Fakt ist auf jeden Fall, im Rahmen der Diskurse zu Gerechtigkeit oder zu Menschenrechten spielt dann natürlich immer wieder auch Freiheit eine Rolle. Freiheit ist im Prinzip ein Gegenstand der Gerechtigkeit oder Gerechtigkeitsgrundsätze, beispielsweise bei John Rawls, wollen ja in erster Linie Freiheiten ermöglichen oder Grundfreiheiten postulieren und gewähren. Und letzten Endes sind eine ganze Anzahl von Menschenrechten auch konkrete Freiheitsrechte oder ja Ansprüche auf Freiheitsrechte gewissermaßen. Also von daher einen bestimmten Stellenwert hat die Freiheit, aber wie Sie auch zu Recht eben schon gesagt haben, begegnet uns Freiheit nicht in der Liste der Sozialprinzipien. Und warum das so ist, lässt sich drüber spekulieren, liegt vielleicht mit daran, dass sich die katholische Kirche im Laufe ihrer Geschichte, auch ihrer jüngeren Geschichte, immer wieder schwer getan hat mit dem Freiheitsgedanken, dem Freiheitsansatz oder auch mit Liberalismus und von daher andere Akzente gesetzt hat. Akzente, wo stärker das Ganze, Gemeinschaft, der Zusammenhalt von Gesellschaften im Blick stand und insofern sich Prinzipien, die das Gemeinwohl herausgebildet haben, im Rahmen von der theologischen Anthropologie, spielt natürlich dann doch Freiheit auch wieder eine sehr große Rolle. Also der Stellenwert der Freiheit etwa in der Moraltheologie ist ungleich höher, finde ich zumindest, als das für die Sozialethik gilt. Jetzt hatten Sie ja im Rahmen Ihres Vortrags auf der ICS-Tagung die biblische Geschichte vom Exodus aus Ägypten, vom Auszug der Israeliten aus dem Sklavenhaus, aus der Knechtschaft in die Freiheit herangezogen.
Welche Impulse kann denn diese biblische Geschichte für ein sozialethisches Freiheitsverständnis bieten? Die Exodus-Geschichte ist uns ja als katholische Christen bestens vertraut, etwa durch ihr Vorkommen in der Liturgie. Osternacht-Liturgie ist ja, denke ich, ein zentrales Beispiel, das so die meisten vor Augen haben dürften. Und wir verbinden natürlich mit dieser Exodus-Geschichte immer diese Befreiung aus Leid, aus Elend, aus Unterdrückung. Also von daher ist es naheliegend, beim Nachdenken über die Idee der Freiheit oder den Begriff der Freiheit einen Blick auf die Exodus-Geschichte zu werfen. Und ich habe da bei meinen Überlegungen mich angelehnt an einen Begriff, den der Regensburger Moraltheologe Rupert Scheule geprägt hat, nämlich den Begriff eines theologischen Findungshorizontes. Und das sehe ich eigentlich bei unterschiedlichen Begriffen, aber eben auch beim Begriff Exodus oder eben bei diesem Motiv oder Mythos oder wie immer das genannt wird, Exodus. Und von daher legt es sich nahe, bei der Frage nach Freiheit eben die Texte genauer in den Blick zu nehmen, die uns im Buch Exodus nicht nur dort, aber vor allem im Buch Exodus begegnen. Und es zeigt ja auch die lange Rezeptions- und Wirkungsgeschichte, dass dieses Exodus-Motiv über den jüdischen Kontext hinaus auch in der weltlichen politischen Geschichte immer wieder von Bedeutung war und aufgegriffen wird. Gerne verweise ich natürlich in dem Zusammenhang auch immer an das, wie ich finde, sehr, sehr anregende Buch von Michael Walzer, Exodus und Revolution, wo er eben das genau nachzeichnet und eben auch diese Inhalte zum Ausdruck bringt, vergegenwärtigt, die eben, wie ich finde, bis in die Gegenwart hinein ja gewisse Anknüpfungspunkte für uns geben können. Also Anknüpfungspunkte wie etwa die Erfahrung von Leid und Unterdrückung, also die Situation in Ägypten, aber eben dann auch die Erfahrung von Befreiung und Freiheit. Also dass die Perspektive eröffnet wird als Gemeinschaft, dann auch nicht nur als religiöse, sondern als politische Gemeinschaft, sich zu etablieren und in Freiheit zu leben. Freiheit gewissermaßen dann eben auch als Voraussetzung für ein gesellschaftliches Miteinander. Es wird auch erinnert und als Anknüpfungspunkte hervorgehoben, dass es dort um Revolution, um ein Aufbäumen geht, um Rebellion, aber eben nicht in der Vereinzelung, sondern eben auch in dieser gemeinschaftlichen Perspektive. Was dem Auszug aus Ägypten letztlich folgt, ist eine Gemeinschaftsbildung. Und diese Gemeinschaft wiederum braucht einen Zusammenhalt, eine Ordnung, eine Orientierung. Normativ als moralische Orientierung entstehen ja in dieser Zeit die 10 Gebote oder sind da zumindest eben biblisch auch verortet, gewissermaßen als Regelkatalog für das gemeinschaftliche Zusammenleben. Und was hinzukommt, ist eben, dass sich in dieser Phase des Auszuges und der Gemeinschaftsbildung auch so etwas wie eine gemeinsame religiöse Identität letztlich heraus. Das sind so mal, also aus meiner Sicht, so diese Grunderfahrungen, an die man eben anschließen kann, ohne dass man das eins zu eins in die Geschichte noch in die Gegenwart übertragen kann, sondern zunächst mal das als exemplarisch sehen kann, als eine theologische Möglichkeit, sich da damit zu befassen, wohl wissend, dass das seinen ganz bestimmten zeitgeschichtlichen, kulturellen, religiösen Kontext hatte, aber eben dann neben dieser Kontextualität überlegen kann oder es sich auch zur Aufgabe machen kann, dass man das gewissermaßen dekontextualisiert, also aus diesem ursprünglichen Kontext heraus transferiert in die Gegenwart hinein, um eben zu erkunden, um zu überlegen, welche Aussagen sind denn auf dieser Grundlage auch mit Blick auf Situationen in der Gegenwart möglich. Jetzt haben Sie ja ganz gut das Orientierungspotenzial dieses biblischen Narrativs für Überlegungen der gerechten Gesellschaftsgestaltung herausgestellt. Ist das nicht ein gutes Beispiel dafür, dass vielleicht auch ganz grundsätzlich christliche Sozialethiker mehr Bibelexegese betreiben sollten? Ich denke, so eine Forderung zu erheben wäre vermessen oder anmaßend. Aber ich denke, generell sollte es eine bleibende Herausforderung sein, dass wir als Sozialethikerinnen und Sozialethiker
nicht nur gewissermaßen auf der Höhe der Zeit uns mit philosophischen, soziologischen, gesellschaftstheoretischen Beiträgen befassen, obwohl das natürlich auch angesagt und notwendig ist, sondern immer wieder auch diese Rückbesinnung auf gewissermaßen auf die Herkunft, auf die Wurzeln zu praktizieren und das eben auch wissenschaftlich zu praktizieren. Da ist meine Beobachtung, dass, ich mag falsch liegen, aber dass da außer Marianne Heimbach-Steins eigentlich nur sehr wenige in dieser Richtung unterwegs sind. Also auch in der Richtung oder in dem Sinne, dass gerade Heimbach-Steins auch die hermeneutischen Grundlagen versucht hat zu erarbeiten, wie man denn als heutige Theologinnen und Theologen mit dem biblischen Fundus umgehen kann, um daraus ethische oder sozialethische Orientierungen zu gewinnen. Also das ist, wie ich finde, schon eine große Baustelle. Und da kann man vielleicht für die Sozialethik insgesamt sagen, es gibt natürlich einen riesen Berg an Arbeit für sozialethische Themen und Fragestellungen. Die Ernte wäre eigentlich groß, aber der Arbeiter und Arbeiterinnen sind zu wenig, um hier auf diesem Weinberg unterwegs zu sein. Wir müssten eigentlich viel, viel mehr sein in der Sozialethik, um die ganzen Aufgaben und Themen bearbeiten zu können. Das wäre wirklich nochmal auch eine eigene Aufgabe, biblische Schriften sozialethisch mal zu erkunden, zu durchleuchten und die Erträge für die Gegenwart auch entsprechend mal aufzuzeigen. Ich denke mir das oft, aber das ist so ein persönlicher Favorit. Der Römerbrief würde da als neutestamentliche Schrift natürlich viel hergeben. Was natürlich als zentrale Botschaft Jesu immer wieder angesagt ist, ist, sich mit der Reich-Gottes-Botschaft zu befassen und gewissermaßen die neutestamentlichen Schriften zu befragen. Was sind so die Grundaussagen und welche Brücken lassen sich von dieser Reich-Gottes-Idee im Sinne auch eines utopischen Gehaltes in die Gegenwart schlagen? Von daher fand ich das eben auch eine lohnende Aufgabe, mal eben dieses Exodus-Motiv, die Exodus-Geschichte genauer in den Blick zu nehmen, um zu erkunden, welche sozialethischen Impulse in Richtung Freiheitsthematik lassen sich denn daraus gewinnen und ableiten. Prima, Herr Frühbauer, damit sind wir auch am Ende dieses Gesprächs. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gerne. In dieser Episode des Podcasts der KSZ sprach ich mit Dr. Johannes Frühbauer in Vertretung Professor für christliche Sozialethik an der Universität Augsburg. Unser Thema war die biblische Geschichte vom Exodus der Israeliten aus Ägypten und welche christlich-sozialethischen Impulse aus dieser Geschichte oder auch aus der Bibel ganz allgemein für eine christliche Sozialethik, für ein sozialethisches Freiheitsverständnis gewonnen werden können.